Kinocast. Hallo und willkommen hier zur weihnachtlichen Runde. Ist ja bald kommt der Weihnachtsmann oder das Christkind oder was es auch sonst so alles gibt. Wir haben uns hier versammelt. Das sind die Kate. Hallo Kate. Hallo. Der Chris. Hallo Chris. Moin. Meine Wenigkeit, der Erik und... Hallo Erik. Wir packen jetzt mal ein paar Geschenke für die Hörer ein. Also Geschenke in Form von Filmrezensionen. Nicht, dass wir hier wirklich was zu verschenken hätten. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt. Das gibt es drüben in unserem Adventskalender-Gewinnspiel, wenn ihr da mitmachen möchtet. Wir waren ja ein paar Mal jetzt im Kino. Die freien Tage machen es möglich. Und die Sneak Preview, die letzte vor Weihnachten, hat uns auch einen Top-Film beschert, der eigentlich in die obere Regalkategorie gehört, was man nicht ganz so häufig in der Sneak kam. Da kam nämlich Bumblebee. Und dann werde ich mal kurz zusammenfassen, worum es ging. Also Bumblebee ist so ein neuer Film aus diesem ganzen Transformers-Franchise. Auch wieder produziert von Michael Bay. Könnte man erstmal ein bisschen Angst bekommen, habe ich auch. Ich war jetzt nicht ganz so angetan. Es waren ja noch ein paar andere Filme getippt, die auch hätten kommen können. Und als der Chris dann bei der Sneak-Moderation gesagt hat, dass einer von den getippten Filmen kommt, dachte ich schon, okay, vielleicht kommt ja einer von den anderen. Dann kam aber doch Bumblebee, der von dem Tipp her, die Kate hatte was hergeleitet wegen dem Stachel von der Biene. Ne? Ja. Also, aber war für mich irgendwie der Unwahrscheinlichste, dass der kommen könnte. Ja, aber der kam halt. Bumblebee, ne? Ist doch eigentlich die Hummel, oder? Also. Bee? Ja, eigentlich schon, aber die hat auch, die kann auch stechen. Ach so. Nee, Hummeln können doch nicht stechen. Doch, aber das macht halt nichts. Die können aber. Und dann erklär doch mal, wo der Tipp herkam, Chris, wenn du das schon so. Der kam aus dem Büro, was weiß ich. Ich glaube ja, das war ein Missverständnis, dass das irgendwie ein piepsiges eher, weil der immer so piepst, wenn er spricht. Kommen wir gleich später dazu. Du hast ja den Zettel selbst gelesen. Also. Ja, da stand es eigentlich. Ach, das haben die selber geschrieben, das hast du nicht. Ja, das ist nicht meine Schrift. Ah, okay. Meine Schrift kann ich gar nicht lesen. Ah. Okay, also Bumblebee. Es beginnt mit einer riesigen Materialschlacht irgendwo im Weltraum. Bin da nicht ganz so sattelfest, was die Planeten da angeht, wie die da heißen, diese ganzen. Wisst ihr da was? Wie der Heimatplanet oder? Nee. Cybertron. Cybertron, tatsächlich. Den Namen habe ich schon mal gehört. Im Kino um mich rum merkte man schon so, oh nee, jetzt kommt die ganze Zeit hier sowas. Aber dann ist es so, dass einer wird dort quasi weggeschickt, wie bei Star Wars in dem ersten Jahr, wo R2-D2 und C-3PO mit so einer Rettungskapsel da weggeschickt werden, wird hier der Bumblebee nämlich weggeschickt auf die Erde, um dort die Ankunft der Rebellion vorzubereiten, damit die sich dort sammeln können auf der Erde und zurückschlagen können. Und er kommt dann da auf der Erde an, löst dann erstmal ein bisschen Verwirrung aus, weil er da wie so ein Komet einschlägt, mitten in so eine Truppe von Armee-Leuten, die da gerade im Wald Krieg spielen. Und ja, die bekämpfen ihn dann erstmal, holen dann noch gewaltige Mittel dazu. Die Szene hat mich so ein bisschen an Hulk erinnert, an den ersten Hulk-Film, wo die alle so den Hulk gejagt haben, so mit übelsten Waffen auf den geschossen haben. Und relativ schnell kommt dann aber auch noch ein Verfolger mit dazu und Bumblebee schafft es dann aber irgendwie, dort zu entkommen und versteckt sich in einem kleinen gelben VW-Käfer, weil er kann da so die Form annehmen, nachdem er das analysiert hat. Und dieser VW-Käfer landet dann auf einem Schrottplatz und steht dort erstmal ein paar Jahre, bis in die 80er Jahre rein. Und dort findet Hailee Steinfeld, die ein junges Mädchen ist, die gerade so heranwächst und da so ihre eigenen Probleme hat mit ihren Eltern, also ihr Vater. Sie wird 18, kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Ne? Danke. Oder an ihrem 18. Geburtstag. Genau, weil sie sich da nämlich ein Auto wünscht. Wobei ich mich da gefragt habe, ey, in den USA darfst du doch ab 16 Auto fahren. Ja? Irgendwie hat es vom Alter her nicht gepasst. So. Vielleicht waren in den 80ern die Regelungen noch anders? Ah, das kann sein. Ja. Guter Einwand, ja. jedenfalls wünscht sie sich ein Auto und ja, sie schraubt auch immer an so einem Auto rum, was in ihrer Garage steht, was sie mit ihrem Vater noch angefangen hatte zu schrauben.
Das kriegt sie irgendwie nicht so ganz hin und geht immer auf so einen Schrottplatz, um sich dort Teile zu holen. Und dort entdeckt sie eines Tages diesen alten VW-Käfer. Und der Schrottplatzbesitzer, Betreiber, der ist so ein bisschen, ja, der hat so eine ganz eigene Art. Also an sich will er irgendwie ganz hart sein, aber ihr wird er irgendwie doch ganz weich. Und irgendwann schenkt er ihr dieses Auto, weil sie sich das so wünscht und weil sie irgendwie Geburtstag hat und weil das eh nur rumsteht bei ihm. Und sie nimmt das mit. Und irgendwann findet sie halt dann das Geheimnis dieses Fahrzeugs heraus. Und Bumblebee, der dann quasi vor ihr steht in der Garage in voller Größe, der kann ja nicht sprechen, weil der hat sein Sprachmodul bei dem ersten Kampf verloren. Der macht sich halt über am Anfang noch so Zeichensprache oder Mimik, Gestik irgendwie halbwegs verständlich. Später findet er dann raus, dass er in seinem Radio gewisse Songs raussuchen kann, so gewisse Samples aus oder gewisse Szenen, nicht Szenen, Stücke aus Songs, die bestimmte Fragen beantworten. Und die freunden sich an, die beiden, und helfen sich gegenseitig. Und das ist eigentlich so der Film. Der Regisseur des Ganzen ist der Travis Knight. Der hat ja diesen Film gemacht, Kubo, der tapfere Samurai, den ich sehr, sehr gut fand. Was auch so ein Animationsfilm ist mit sehr, sehr viel Herz und Seele. Und da hatte ich schon, war ich schon dann doch etwas positiver gestimmt, wenn er diesen Film macht. Und so war es dann auch. Also es war wirklich ein sehr, sehr, ein Film mit viel Herz, viel Seele, geilem Soundtrack. Na? Ja. Wir haben es eigentlich alle ganz gut abgefeiert da. Wenn ich mich recht erinnere. Ist ja auch, also der Film mit seinem 80er-Jahres-Stil, also es ist einfach herrlich, ja. Und ich glaube, die erste halbe Stunde sogar, oder wie lang, brauchst, bis du dann wirklich komplett reingezogen wurdest. Also sie geben sich sehr viel Mühe, wirklich das 80er-Setting deutlich zu machen, ganz, ganz stark auch aufzublasen, durch eben die Musik, durch Filme, durch Serien. Ich erinnere da an Alf, der zu sehen ist, oder an Breakfast Club. Also ganz arg viel wird wirklich gemacht, dass man sich sofort in diesem 80er-Jahre-Ding wiederfindet. Und insgesamt ist der ganze Film auch so ein bisschen, finde ich, aufgebaut wie so ein 80er-Jahre-Actionfilm. So ein bisschen irgendwie. Ja, also von den Dialogen her auf jeden Fall, die einfach unfassbar dämlich teilweise wieder waren. Aber nur, wenn der Papa, also der Ersatzvater gesprochen hat. Der ging ja nur mir auf den Keks, oder? Nee. Das sollte, glaube ich, ganz, die war so angelegt, so, die Rolle. Der sah ja sogar vom Look her so aus wie bei, da gab es damals so eine Serie auch in den 80ern, wo einer irgendwie, so ein Papa, wie hieß denn das nur? Der da so in so eine Familie reinkommt. Ich recherchiere das mal. Erzähl mal weiter. Ja, recherchiere das mal bitte. Also, das fand ich ein bisschen nervig. John Cena fand ich auch ein bisschen, ja, interessant platziert. Kann wer ist so hier sagen? Der Boss? Ja, oh Gott. Ja, oh. Für mich hat es eigentlich eher an Steve Carell für Arme erinnert, aber okay. Ja, also wie gesagt, es war, ja, Dialoge brauchen wir nicht drüber reden, aber ansonsten war es schon vom Setting her, vom Feeling her, fand ich es sehr cool. Also das hat sehr viel Spaß gemacht, auch dass eben nicht so jetzt die monströsen bekannten Schauspieler am Start sind. Also ich habe jetzt gerade einfach aktuell den Vergleich zu Transformers 5, zu dem wir nachher noch kurz kommen, als Spoiler. Also zu The Last Night, wenn ich da dran denke, bei The Last Night spielen mit, wie heißt er, Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Josh Duhamel, Stanley Tucci spielt mit, also ich meine, davon sind die jetzt weit weg, nur da zeigen sie, dass du nicht immer die mega bekannten Schauspieler brauchst, um eigentlich einen ordentlichen Film abzudrehen. Ja. Schweigen. Ja, Schweigen. Kann ich nur, ich dachte, Kate sagt was, aber nicht. Nee, die tippt lieber. Die tippt lieber irgendwas. Also Hayley Steinfeld, die ist auch eine von diesen Disney-Mädels, oder? War die das? Oder wie ist die hochgekommen? Ne? Ich gucke gerade in Hayley Steinfeld. Oh nee, ihren ersten großen Auftritt hatte sie bei True Grit von den Coen-Brüdern. Ah, okay. Bringe ich dir jetzt wahrscheinlich eine falsche Schublade. Ah, die hat das auch so gut gemacht. Pitch Perfect 3 war sie dabei. Oh. Hast du sie vielleicht da gesehen? Und Pitch Perfect 2 auch, als Emily. Also, Pitch Perfect habe ich ja gesehen, ja.
Ender's Game. Ender's Game habe ich auch gesehen, aber irgendwie ist er da nicht so rausgestochen. Ja, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel Herz und Seele in dem Film, was ich nicht gedacht hätte. Also, weil die anderen, du kommst ja dann nachher noch dazu, du hast es ja nach. Ich habe irgendwie immer damit man es halt irgendwie mal gesehen hat, und die liefen ja auch auf Sky, also da musste ich ja nicht extra ins Kino oder so. Da habe ich die irgendwie alle mal gesehen, diese ganzen Transformers-Sachen. Der erste, da war ja irgendwie noch halbwegs ganz cool, weil man da irgendwie gesehen hat. Der erste war mega cool. Ja, also das war so BAM! Das war so ein richtiges Feuerwerk an Action. Das war cool, aber die späteren, die waren dann einfach nur noch so Tech-Demos, so Tech-Porn. So, wir zeigen mal, was wir können, gerade so in der technischen Seite. Da hat aber völlig die Seele gefehlt, und spätestens bei den Schlachten, die es dann zur Genüge gab, ja, wo einfach nur so Schrott aufeinander gekracht ist und du hast gar nicht mehr gewusst, was ist jetzt Phase. Und wenn ich mir überlegt habe, manche, die haben sich das in 3D im Kino angeguckt. Ey, die müssen doch Gehirnmus gekriegt haben, ey. Aber hier, Bumblebee, die Gefechte, die es gibt, die waren irgendwie so, dass man immer wusste, was passiert jetzt gerade. Hat zum einen auch den Vorteil, dass Bumblebee halt gelb ist und die anderen rot waren. Dass man halt genau gewusst hat, was ist jetzt der gute Roboter, was ist der böse. Hat es sehr einfach gemacht. Und auch so von der Choreografie her, es war halt auch nichts so völlig, ganz, ganz völlig übertriebenes, falls man das jetzt so sagen kann, wenn sich Autos gegenseitig bekriegen, aber... Ja, aber das ist ja auch sowas, was in den letzten Transformers-Filmen einfach auch abgegangen ist oder abging. Es war völlig unübersichtlich. Also ich fand, ab Transformers 3 war es total unübersichtlich, was abging. Und das haben sie jetzt eigentlich wieder einigermaßen hinbekommen. Das hat mich auch positiv überrascht. Und so viele Anspielungen, die haben mich auch eigentlich ganz positiv überrascht. Und ich fand es halt auch schön, dass Bumblebee als Käfer unterwegs ist, als schöner VW-Käfer. Das ist einfach cool. Das hat einfach Spaß gemacht. Und sie dann auch das Ende so, was? Und ich fahre die ganze Zeit mit dem Käfer rum. Oh, ich will Vorsicht hier. Nicht das Ende verraten. Ich hab nicht gesagt, was passiert. Ich habe auch nicht gesagt, wer man auf der Straße so alles begegnen kann, aber ja. Wie gesagt, ich habe jetzt auch gelesen, dass Bumblebee unter der Überschrift steht, der Franchise neues Leben einhauchen und einen Restart machen, weil sie weg wollten von diesem pompösen und komplett hinüber und zu Tode getreten. Und das finde ich eigentlich ganz okay in dem Fall. Also wie gesagt, das ist... Ich finde es auf jeden Fall um Längen besser als alles, was nach Transformers 3 abging. Wegen mir auch sogar seit 3. Oder mit 3. Also. Ich kann mich ab dem zweiten, ich kann die schon gar nicht mehr auseinanderhalten, die Filme. Ich weiß da gar nicht mehr, was in dem einen war und was in dem anderen nicht war. Das ist alles ein großer Schrottbrei, wie auf dem Schrottplatz, wenn die so ein Auto so zusammenpressen, wo dann so ein Würfel da draus ist, so ungefähr ist das bei mir im Gehirn, diese anderen Filme, da weiß ich nicht mehr, was da jetzt genau war, was da jetzt zu wem gehört. Also wie gesagt, Transformers 1, ich habe tatsächlich jetzt unter der Woche jetzt nochmal Transformers 1 soweit angeschaut, weil ich den einfach immer noch ganz cool finde, und jetzt noch ganz aktuell mal in Transformers 5 reingeschaut. Jetzt ziehen wir es doch einfach kurz vor, weil es einfach so schön zum Thema reinpasst. Und den haben wir nach 20 Minuten haben wir den abgebrochen. Weil unsäglich, also so unglaublich doof, das hätte ich nicht gedacht. Und dass sich dafür Anthony Hopkins hergibt, dass sich dafür Mark Wahlberg hergibt, meine Fresse, das ist, also, das hat so ein bisschen an, von den Dialogen erinnert so ein bisschen an, irgendwie, als ob du irgendwie Leute auf Tasten treten lässt und dann werden das zu Dialogen zusammengefügt, was da für Sätze rauskommen. Also so ganz, ganz willkürlich teilweise und ganz, ganz seltsam. Und ja, deswegen, das ist ein absoluter Flop für mich. Ich werde ihn trotzdem noch zu Ende gucken, weil ich will das dann schon bis zum Ende durchleiten, aber im Augenblick steht er bei mir bei 2 Punkten. Anders Bumblebee. Bumblebee, wie gesagt, hat Spaß gemacht, dadurch, dass die Musik halt, der Soundtrack richtig cool ist, die ganzen Anspielungen und dass du wirklich in dieses 80er-Jahre-Szenario wirklich reingezerrt wirst, kriegt er von mir 8 Punkte. Also ich habe jetzt eigentlich vorher nochmal 7 gesagt, aber
Doch, der ein oder andere Witz. Jetzt, wo du den Vergleich hast. Ende. Ja, und jetzt, wo ich den Vergleich habe auch nochmal, ist es definitiv, also 8 ist schon sehr, sehr, sehr hoch, aber das, damit ist auch die große Hoffnung verknüpft, dass er, oder dass das in diese Richtung weitergeht. Dass sie wirklich mehr so dieses, okay, wir machen eigentlich aus den Sachen, aus den Transformers eigentlich coole Sachen. Ja, also ich fand es auch extrem gelungen. Also von mir kriegt er auch 8 Punkte. Ich war da sehr, sehr angenehm überrascht. Also zum einen das Setting, ich meine, das haben sie ja nun auch bei Serien ganz gut wieder generiert, dieses 80er-Jahre-Setting. Ich denke da nur an Stranger Things oder so. Und aber die haben das echt gut gemacht, das ganze Ding. Und vor allem, die haben halt auch wirklich mal dieses Technische ein bisschen in den Hintergrund gestellt und wirklich mal auf die Story Acht gegeben. Das war eigentlich der entscheidende Kniff an der Geschichte. So ähnlich wie bei Kubo, der tapfere Samurai. Da ging es halt auch, das Ganze war halt in Stop-Motion gedreht und das siehst du dem aber gar nicht an. Ich dachte erst, boah, das ist aber gut 3D animiert. Ja, ich dachte, der ist wirklich animiert. Ich dachte nicht, dass das ein Stop-Motion-Film ist, sondern und diese ganze Technik, die Möglichkeiten, die sie damit hatten, mit diesem, haben sie wirklich hinten angestellt, obwohl sie da wirklich beeindruckende Sachen zeigen, trotz Stop-Motion. Also wurde gedacht, was, das haben die mit Stop-Motion gemacht? Das sieht aus wie ein Computereffekt. Und haben halt wirklich eine tolle Story gemacht. Ja. Und Kate, wie fandest du so? Mir hat er extrem gut gefallen, weil erstens, ich liebe VW Käfer und zweitens, ich liebe die Küste und den Bereich rund um San Francisco. Der Film hat also beides abgefangen und zudem war er auch noch echt süß. Also wie Bumblebee da auch so ein bisschen verschüchtert und verängstigt ist, weil er sich nicht so wirklich sicher ist, kann er diesem kleinen Mädchen da jetzt vertrauen oder nicht. Und das war schon echt goldig und auch der ganze 80er-Jahre-Charme von dem Film, das fand ich einfach super cool. Also mir hat er echt gut gefallen. Die 80er hast du ja gar nicht mehr so mitbekommen, wenn ich da, ja, aber trotzdem, wenn ich da so richtig rechne. Da. Ja, aber trotzdem, diesen ganzen Charme, das kriegt man ja trotzdem mit, auch wenn man erst später geboren ist. Da kriegt man dann nur diese üblen Sachen mit, die schlechten Klamotten und alles. Aber was ich mich gewundert habe, ich dachte immer, dass Alf nur in Europa populär gewesen wäre. Nein. Ja, war meine Denke, irgendwie hatte ich da damals so irgendwas gehört, so ja, deswegen ist es dann auch eingestellt worden und so, weil es dann nicht mehr so, dass das in den USA auch so ein Thema war, hätte ich nicht gedacht. Kannst mal sehen, ne? Ja. Und ich muss ja sagen, Thema Transformers, das kam ja damals zu einer Zeit auf, da war ich ja noch hinter der Grenze, da hinter dem eisernen Vorhang. Und das war bei uns halt null Thema, Transformers. Also dadurch, dass es auch nicht irgendwie im Fernsehen kam, auf einem öffentlich-rechtlichen, den wir hätten empfangen können. Also da habe ich in meiner Kindheit, wo ich jetzt als kleiner Junge das bestimmt total geil gefunden hätte, habe ich davon nichts mitbekommen. Deswegen ist mir das ganze Thema hier mit diesen Autos und so irgendwie so sehr, sehr fremd. Da habe ich jetzt nicht so diese Kindheitserinnerung so, oh ja, das und das. Aber ich finde es halt trotzdem echt gut gemacht als Film so. Ich habe halt diese Erinnerung. Ja, das habe ich schon gemerkt bei euch im Kino, deswegen habe ich es jetzt extra nochmal angerissen. Bei euch ging da immer das Herz auf, oh, das ist doch der und der und der. Ja. Das fand ich echt cool. Also müssen die ja offensichtlich auch bei dem Film vieles richtig gemacht haben, dass sie auch so ein bisschen Fanservice mit drin haben. Deswegen sage ich ja, und das ist ja genau der Punkt, deswegen ich ihn auf 8 Punkte dann noch hochgehievt habe. Das ist der einzige Grund eigentlich. Wie gesagt, klar, man kann sagen, wie ich es schon erwähnt habe, Dialoge einfach teilweise Banane und ja, aber dadurch, dass die Action einfach übersichtlich ist und so, hat es schon verdient. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz was gucken, wer die Mutter gespielt hat. Die kam mir irgendwie bekannt vor. Pamela Mama Bumblebee. Pamela Adlon. Das ist doch die, oder? Jetzt muss ich mal ganz kurz scrollen. Das ist jetzt mal ein bisschen langweilig hier für die Hörer. Keine belgische Schauspielerin. Californication. Genau. Die hat bei Californication. Das war die. Californication, jawohl. Da hat sie mitgespielt. Kam mir doch bekannt vor. Schön, die auch mal wieder gesehen zu haben. Also, Bumblebee von uns. Kate, hattest du schon deine Punkte gesagt? Nee, ne? Da warst du, glaube ich, gerade offline. Ha. 8 Punkte. Also, ein 8-Punkte-Film. Vor Weihnachten und durchaus eine Empfehlung. Ich hatte tatsächlich auch jetzt vielleicht mal noch einen Hinweis hier an
an Eltern oder so. Ich hatte überlegt, ob ich mit meinem kleinen Jungen reingehe, weil dachte ich, ja, das ist bestimmt total geil. Und dann gibt es auch so eine üble Szene, da wird einer in zwei Hälften gespalten. Da habe ich gedacht, nee, das zeigst du nicht. Da habe ich gedacht, okay, da gehe ich nicht mit ihm ins Kino rein, wenn da sowas gezeigt wird. Wenn diese eine Szene nicht wäre, wäre ich mit ihm reingegangen nochmal. Okay. Also vielleicht hilft das manchen Eltern, aber wenn manche Eltern sagen, oh, das kann der ab, dann geht er rein. Mein Kind guckt Tagesschau, das kann ich ab. Das Tagesschau zeige ich da noch nicht. Okay, dann machen wir doch mal weiter. Die nächste Sneak ist ja nun nicht am 24. am Heiligabend. Völlig überraschend, ne? Ja, komisch eigentlich, ne? Hätte man doch mal ein schönes Geschenk verteilen können mit einem guten belgischen Film der Schauspielerin, die ich so mag. Aber sondern einen Tag später, quasi am ersten Feiertag, alle Geschenke sind schon ausgepackt und dann kommt nochmal ein richtig dickes Geschenk hinterher. Und wie ist denn da der Tipp? Der Tipp für die Sneak 981, dann am Dienstag, 25.12.2018, lautet dreimal Teufelsbraten. Dreimal Teufelsbraten? Ja, dreimal Teufelsbraten. Mir kommt es gerade so vor, als höre ich den Tipp zum ersten Mal gerade. War das der Tipp? Ja. Okay. Ich habe noch nichts getippt, oder? Deswegen kommen wir einfach so. Ja. Es gibt auch bisher nur einen Tipp, der nennt sich Instant Family, beziehungsweise deutsche Titel Plötzlich Familie. Das klingt sehr danach. Ich dachte auch sofort an irgendwie an drei Kinder, die auf den Nerven gehen. Habe ich den Trailer übrigens schon dazu gesehen und fand ich sehr cool. Also auch sehr cool besetzt. Mit Mark Wahlberg und Rose Byrne. Dreimal. Ach, der Instant Family meinst du? Ja. Und Octavia Spencer. Hm, vielleicht kommt er ja, vielleicht haben wir Glück. Das ist, weil der Beitrag hier so nach unten gerutscht ist. Ich werde ihn mal oben anpinnen hier. Wo geht denn das? Finde ich gar nicht. Ah, okay. Dann geht's halt nicht. ja, mal schauen, ob dann dieser Film kommt. Vielleicht, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, da werde ich mir bestimmt noch was einfallen lassen und mal gucken, was da noch so passen könnte auf die. Hört man eigentlich die Waschmaschine bei mir im Hintergrund? Ja, aber nur dezent, also das ist nicht so schlimm. Okay. Könnte auch sein, dass du Tee kochst auf so eine alte Art oder Wasser kochst. Das ist halt so, wenn man, wenn man, also das, Keller so passiert. Das Arbeitszimmer hier im ausgebauten Keller hat. Ich könnte jetzt da hingehen und die auf Pause drücken und dann kriege ich dann Ärger, jetzt nicht rechts. Nein, das ist doch aus dem Leben, sag mal. Wir haben noch ein paar Filme gesehen, tatsächlich. Und zwar im Heimkino, nehme ich an, ne? Ja. Heimkino. Halt, den einen habe ich im Kino gesehen. Aber fangt ihr erst mal an, dann drücke ich mal kurz Mute hier. Erzählt ihr erst mal über Tomb Raider, Tomb Raider 7 und Tomb Raider 6. Kenne ich noch nicht, die zwei Filme. Und bis dahin geht der Schleudergang hier zu Ende. Genau, Tomb Raider. Wir hatten es ja letztens davon, der Erik hat ihn ja letztens schon gesehen, die Realverfilmung mit Alicia Vikander. Ja, Abenteuerfilm. ja, der Film erzählt halt, wie gesagt, ganz kurz nochmal, damit man weiß, worum es geht. Also die Geschichte von Lara Croft, die sich eher durchs Leben durchschlägt, weil ihr Vater ja anscheinend verstorben ist, macht sich dann an dem Punkt, wo es heißt, okay, ich übernehme jetzt doch die Firma und alles, macht sich dann dadurch dann doch noch auf den Weg, ihren Vater zu suchen, kommt einem großen Geheimnis auf die Spur, findet ihren Vater, bliblablub. Ist ein Film, wie ich finde, so ein bisschen gemacht wie ein Computerspiel. Also ganz arg viel hat mich an Computerspiel erinnert und das war ungefähr so die Hälfte des Films, wo einfach so, ja, boah, jetzt haben wir wieder eine coole Zwischensequenz von dem Spiel und hier eine coole Zwischensequenz von dem Spiel und oh, jetzt kommt noch eine Zwischensequenz von dem Spiel und jetzt kommt noch eine Zwischensequenz von dem Spiel und irgendwann nutzt sich das, fand ich, extrem ab und dass er vorhersehbar war, keine Ahnung, mir fällt eigentlich nichts Vergleichbares ein. Also ich fand ihn extrem vorhersehbar dann auch noch, muss man auch noch dazu sagen. Und was den Film so ein bisschen gerettet hat, ist Alicia Vikander. Ansonsten fand ich den eher mau. Kate, wie siehst du das? Also ich sehe es ein bisschen anders wie du. Das könnte einfach damit zusammenhängen, dass ich die Spiele nie gespielt habe.
Ich kenne Tomb Raider nur als Film und hat mir auch nie gefallen, weil ich Angelina Jolie einfach nicht leiden kann. Ich fand die immer fehlbesetzt in den Filmen. Das sehen andere anders, gar keine Frage, aber das ist, für mich war das einfach nicht sehenswert damals. Deswegen fand ich es echt gut, dass mal eine neue Besetzung da ist. Und mir hat der Film schon Spaß gemacht. Also dadurch, dass ich halt die ganze Lara Croft-Geschichte nicht kenne, war das für mich schon interessant. Ich hatte mir ein bisschen mehr Schatzsuche erhofft und ein bisschen mehr tricky Gefallen, um die sie rumkommen müssen. Also so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen mehr Indiana Jones. Ja, mit diesen ganzen Fallen, die es da überall gibt. Das gab es jetzt bei Tomb Raider schon, aber es war halt sehr viel Vorgeschichte. Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr von diesem Schatzsucher-Ding gewünscht. Und was ich auch extrem unrealistisch fand, ist, was das Mädchen alles durchmachen muss innerhalb von, keine Ahnung, 3 Tagen. Ja, also kein normaler Mensch würde da noch am Ende des Tages stehen. Und die klettert halt immer noch eine Felswand hoch. Fand ich unrealistisch. Aber ansonsten, ich fand, also mir hat der Film Spaß gemacht. Ich fand ihn interessant. Ich kannte, wie gesagt, die Geschichte nicht. Deswegen fand ich ihn jetzt nicht so schlecht. Er gibt von mir Punktabzug, weil halt nicht genug Schatzsuche dabei ist. Da hätte ich mir mehr gehofft. Aber ansonsten, ja, Ja, ich da gucke mir auch den nächsten dann an. Habe ich kein Problem kann ich dich mit. schon beruhigen, weil es kommt ja nächstes Jahr ein neuer Indiana Jones. Aber Indiana Jones in the Crown of Thorns. kommt auch ein neuer Tomb Raider eigentlich? Ist da auch was geplant? Oder Weil das sowas, wirkt oder? ja fast die ganze Zeit wie Also, so eine, wie der Anfang von mehr ja. irgendwie. Ja, Ich habe es wird jetzt. ja auch am Ende, ist es ja auch so ein bisschen ein offenes Ende. Also. Ich habe gerade den Titel falsch wiedergegeben, Entschuldigung. Indiana Jones 5. Ich habe nämlich das tatsächlich irgendwo gesehen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich will aber in Tomb Raider und nicht Indiana Jones. Ja, aber Indiana Jones, 22. Nee, irgendwann kommt, Neu also Indiana besetzt Jones kommt ein oder? neuer. Ich habe gesehen, dass ein neuer Indiana Jones kommt. Ja, aber neu besetzt oder? Wer spielt den dann, den Indianer? Das ist die Frage, glaube ich. Ja. Puh, gute Frage, aber ich bin Ja, mir relativ sicher, siehste. dass noch einer kommt. Entschuldigung? Ja, gut, der letzte, der vierte mit dem Kristallschädel oder wie das hieß, der war ja nicht so besonders, ey. Da hatte ich mich so drauf gefreut, ey. Hat da Eieiei. nicht auch Shia LaBeouf mitgespielt? Ja. Ja. Also, pff. Also wenn, dann sollte man es vielleicht nochmal als richtigen Reboot irgendwas komplett neu irgendwie machen. Weiß Und nicht. dann richtig mit viel Witz und so. Dann, aber, naja, gut. Nee, Alicia Vikander an sich, die macht das gut. Ich find die toll als Lara Croft. Aber der Film hat für mich nicht so richtig funktioniert. Das war halt wirklich, wie es der Chris gesagt hatte, eigentlich eher so. Ja, wir gucken uns da mal bestimmte Sachen vom Computerspiel ab, also wo die dann so in das Wasser reinfällt und so, pff, das irgendwie hat man das Ja, alles und schon mal auch wie sie dann gesehen. so springt und dann so die Kameradrehung, wie es so Ja, springt. ja. Ja. Ja, nochmal, Also. ihr kennt die Spiele, deswegen nervt euch das. Aber Nee, es gibt das ja nervt. genug Leute, die die Spiele nicht Ja, spielen. nerven vielleicht nicht, aber irgendwie hätte man sich da doch was gewünscht, was irgendwie ein bisschen, ja, mehr Pep hat und eher. Oder man wollte mit Absicht nah am Spiel sein. Das ist ja nicht das Spiel oder so. Ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die haben jetzt Tomb Raider 1 oder so als Film gemacht, sondern das ist irgendwas, irgendeine Geschichte und da sind halt so gewisse Szenen drin, die man irgendwie kennt. Ja, aus Ja. Spielen. Aber an sich, Tomb Raider, mittlerweile hat sich ja die Taktrate ein bisschen verlangsamt. Aber damals, als so die ersten Tomb Raider rauskamen, habe ich ja in dem Bereich gearbeitet. Das war eine Cash Cow. Konntest du jedes Jahr Unmengen von dem Zeug bestellen. Also Tomb Raider und FIFA, das waren die zwei Discs, die damals auf der PlayStation 1, da wie geschnitten Brot, ey, da. Ja, Und klar. das war total irre. Wundert dich das? Also jetzt mal ganz im Es Ernst, das kam immer eine ist vor eine Weihnachten. Fußball, das andere ist Ja. eine Frau mit, Entschuldigung, Riesenvorbau. Aber die Kein Geschichte, Wunder. die war auch gut. Also das war, die Rätsel waren halt teilweise. Außerdem, du weißt ja, in welchem Musikvideo hatte Lara Croft einen Cameo-Auftritt, einen Gastauftritt? Die We weiß ich Ärzte. nicht. Ja, die Die Ärzte. Ärzte. Bei die Ärzte? Ja, In welchem? ja. Männer sind Schweine. Ah, okay. Naja. Ja. Aber Gern mal reinschauen. waren schöne Rätsel und so, konnte man gut spielen. Es gibt ja auch dieses, man kann ja diesen ersten Lara Croft im Browser spielen, ne?
ja, vielleicht was für die Kate, wenn sie... Was kann man? Entschuldigung? Den ersten Lara Croft Tomb Raider, das Spiel kann man im Browser spielen. Da gibt es so eine... Warte mal, ich such's mal raus. Tomb Raider Browser. Da werde ich den Link mal mit posten. Genau, Open Lara heißt das Projekt. Open Lara? Open Lara. Ja, also quasi ein Open Source Projekt. Und ist hier bereitgestellt. Kann man quasi mit den normalen Tastaturtasten, die dann so belegt sind, kann man den ersten Tomb Raider. Ich werde es mal mit verlinken. Ich werfe es mal hier in unser Dokument mit herein, hier unten irgendwo. Wo bleibt es? Da. Tatsächlich. Und das macht echt Spaß. Also das ist, da kommt dieses Feeling von damals wieder auf. Ja. Herrlich. Ich habe noch einen Film gesehen. Wart ihr durch mit Tomb Raider? Vielleicht noch Punkte vergeben. Achso, habt ihr noch nicht? Nee. Dann, ich hab's doch schon ein bisschen verraten, ne? Ich habe ihm 5 Punkte gegeben, aber durch Alicia Vikander bekommt er im Endeffekt 6. Ich gebe ihm 7. Okay. Cool. Na, mal sehen, ob da noch was kommt. Ich habe gerade bei der schnellen Recherche nichts gefunden, dass da ein weiterer Teil geplant ist. Aber so wie es Ende gemacht ist, muss ja noch, ja, muss noch 10 Teile gar nicht kommen. Es gibt auch, wenn es sich halt nicht so gelohnt hat oder so, dann. Ich habe noch einen Film im Kino gesehen, nämlich Johnny English Teil 3. Und ich bin ja, also Rowan Atkinson, den fand und finde ich eigentlich immer noch ziemlich cool, was er so macht. Und dieser, was weiß ich, wo er dann in die USA fährt mit Whistler's Mom und sowas, diese Filme, ach, das ist einfach herrlich, da könnte ich mich immer noch kaputt lachen. Oder diese alten Mr. Beans-Sketche und Aufnahmen. Johnny English, da bin ich so ein bisschen ambivalent, weil zum einen mag ich ja solche Agentengeschichten und gerade auch, weil er das so ein bisschen auf die lustige Art natürlich macht. Den ersten Johnny English, den fand ich sehr, sehr gut. Den zweiten fand ich nicht so gut und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ihr Kinder zu Hause und so, kannst du mal ins Kino gehen damit. Und dann haben wir den dritten angeschaut gehabt. Johnny English, man lebt nur dreimal, oder Originaltitel Johnny English Strikes Again. Hier spielt Olga Kurylenko noch mit und Rowan Atkinson ist, oder dieses ganze Agentenprogramm ist erstmal eingestellt und er ist, Achtung Chris, Lehrer an einer Schule. Nein! Und bringt aber den Kids in seiner Klasse, wo er Klassenlehrer ist, bringt er nicht so die üblichen Sachen dabei, sondern die haben quasi so eine Tafel, die man so nach hinten umkippen kann. Weißt du, wo dann hinten was anderes draufsteht wie vorne? Weißt du, wie ich meine? Habt ihr auch sowas? Nee, ihr habt Flipboard. Jedes Mal, wenn halt jemand anders reinkommt, dreht er die halt schnell rum, dass wieder der normale Lehrstoff dran steht. Aber in Wirklichkeit bringt er den Agenten Sachen bei. Also er macht dann auch mit den Kindern Ausflüge, wo die dann wirklich lernen, hier tarnen und täuschen und sich verstecken und Sprengstoffe und sonst was alles. Und er wird dann auch reaktiviert, weil es sind nämlich alle aktuellen Agenten sind aufgeflogen durch einen Hack. Und was dazu führt, dass man die altgedienten Agenten wieder reaktivieren muss, weil die da nicht in dieser Datenbank drin waren. Und so kommt es halt dazu, dass Johnny English reaktiviert wird. Und ja, es geht halt wieder von vorne los. Irgendwie die Welt ist am Abgrund. Plus diesmal ist es so, dass ein Typ, der so ein bisschen, wie ist der Chef von Virgin oder so, ich weiß gar nicht mehr, also ähnlich von der Art her, der hat sowas entwickelt oder der hat viele so Datacenter rund um die Welt und er legt der Ministerin von England nahe, weil die diverse Cyberangriffe hatten. Das war halt einer davon, eben dieser Angriff auf die Agentendatenbasis, legt er halt nahe, dann, dass er sich um die Daten kümmert von der UK-Regierung. Und das geht natürlich alles nicht gut aus. Der meint auch nichts Gutes damit. Und so kommt es dann halt, dass er dann irgendwann die ganze Welt in der Hand hat, eben weil er die Daten hat. Und er will dann auch bei so einer, da haben die so eine Art, was haben die da, G8-Gipfel oder sowas, oder so ein Summit. Da will er dann von den anderen Ländern der Welt auch noch die Daten alle bei sich bekommen und die auswerten. Und ja, und Johnny English, der nun in dem digitalen Zeitalter durchaus zu Hause ist, Achtung Ironie,
der muss sich nun mit diesen ganzen Themen beschäftigen. Und es ist, ab einem gewissen Punkt ist es sehr ermüdend, weil er bekommt immer, oder man will irgendwie moderne Technik zum Einsatz bringen. Also was weiß ich, irgendjemand hat so ein iPad und sagt, ja, ich habe das hier so schon mal vorbereitet, ich brauche jetzt nur noch hier drücken und dann klappt das. Und was macht Oren Atkin, also hier Johnny Ingalls, er nimmt dieses iPad, ja, ich mache da so und drückt da irgendwas rum und alles geht schief. Und es ist immer ungefähr das Gleiche, ja. Es ist immer, die Vorbereitung passt immer und es ist halt immer so eher mit der Konfrontation mit der digitalen Welt. Dann sind die Szenen aus dem Trailer drin, die durchaus lustig waren, wie wo er da rückwärts vom Boot ins Wasser springen will und dann unten auf der nächsten Etage landet und so. Aber das sind so Sachen, da waren auch unglaublich viele Parallelen zu Nackte Kanone 2,5, wenn ich mich recht erinnere, 2,5 war das, wo die auch diesen Gipfel hatten, wo da so viele Regierungsoberhäupter von der ganzen Welt da waren, so ungefähr. Da waren ja teilweise geklaute Witze auch dabei, da waren auch so Sachen wie mit so einem Hummer dabei, wo er versucht, so einen Hummer aufzumachen, der aber hier ein bisschen in eine andere Richtung geht. Es waren schon lustige Sachen dabei, aber es ging jetzt alles nie so in die Richtung, dass ich gesagt habe, boah, das war jetzt ein total lustiger Film. So war es nicht. Es war eher ein amüsanter Film, der dieses ganze Agentengenre mal wieder ein bisschen von der anderen Seite zeigt, nachdem wir wirklich sehr viele harte Agentenfilme hatten hier, was weiß ich, Mission Impossible Fallout und irgendwie James Bond und sonst was alles. War das mal eine gewisse erfrischende Weise, das mal zu betrachten, gerade eher auch als englischer Spion nun und mit seinem Aston Martin und wo sie dann so ein Elektrofahrzeug verfolgen und so. Und da waren schon lustige Sachen dabei, aber ging jetzt nie weit über das Mittelmaß hinaus. Ich gebe dem Film 6 Punkte. Ja. Ihr habt noch was gesehen? 20 okay. Minuten Transformers? Ja, da haben wir ja vorher schon abgehakt. Okay. Okay, dann bin ich nochmal dran. Ich habe wir hatten eine Rezensions-Blu-ray zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar heißt der Film Solis. So wie Solaris, aber ohne das R drin, also nur Solis. Und tatsächlich vereint dieser Film auch diesen Solaris mit, wie ist der Film mit Sandra Bullock im Space hier? Gravity, so ungefähr. Der Film ist gemacht von Carl Strathy, nie gehört vorher. Mit Stephen Ogg in der Hauptrolle, also OGG, wie das Audioformat da. Und es beginnt damit, dass er irgendwie in seinem Rakete oder was auch immer da, wo der drin ist, er sitzt halt auf seinem Stuhl, auf seinem Astronautenstuhl, neben ihm eine Leiche, wo wirklich das Gesicht so total zerstört ist irgendwie. Und er weiß gar nicht, was passiert ist. Und eine Stimme redet mit ihm über Funk, sagt ihm halt so, was passiert ist. Und er ist halt in dieser Rettungskapsel und bewegt sich damit unaufhaltsam auf die Sonne zu. Und die einzige Kommunikation, die halt stattfindet, weil neben ihm sitzt ja eine Leiche, ist eben die Person, mit der er über Funk verbunden ist. Und er versucht dann halt irgendwie, ja, da irgendwie rauszukommen, krabbelt dann da im Raumschiff rum, versucht irgendwas zu reparieren und es ist halt einfach extrem low budget gemacht. Es sieht man halt auch, das sind manchmal so wirklich so teilweise Pappkulissen, durch die er da so durchschwebt. Mich wundert es nur, dass er das mit dem Schweben ganz gut hingekriegt haben. Das ist ja immer ein bisschen tricky, dann so die Fäden wegzumachen oder wenn sie nicht gerade dieses Flugzeug da im Einsatz haben, diesen Parabelflug, was ja hier bestimmt nicht der Fall war. Ansonsten fand ich den Film relativ unspannend die ganze Zeit. Er geht auch trotzdem nur 90 Minuten, das kam mir wesentlich länger vor. Es ist halt eher so ein Kammerspiel, eher da alleine, aber ein sehr, sehr unspannendes Kammerspiel. Hat mich jetzt nicht so mitgerissen, was aber jetzt nicht heißen muss, dass jemand, der sich für das ganze Thema so Raumfahrt und was da alles so passieren kann und wie das so gehandelt wird, dass ihn oder sie das nicht interessiert oder so, ne? Oh, hier schließe ich gerade Fantasy Filmfest, ein Zitat auf dem Blu-ray-Cover. In starken Bildern prallt die Weite des Alls auf die Enge des Space Shuttles. Boah. Habe ich so nicht ganz gesehen. Ich weiß nicht, steht auch nur unten drunter Fantasy Filmfest. Wahrscheinlich haben sie da, um diesen Film zu bewerben,
da dieses Zitat verwendet, aber ich glaube, jemand, der den Film gesehen hat, man kann ihm durchaus ein paar ganz gute Momente eingestehen, aber ansonsten kommt er halt auch nicht so übers Mittelmaß hinaus. Also bei mir kriegt er so 5 Punkte. Und wir haben die Blu-ray haben wir auch zur Verlosung. Ich werde da mal ein kleines Gewinnspiel machen. Dann kann sich jemand selber mal ein Urteil dazu bilden. Ich sehe hier bei diversen Portalen, hat er teilweise auch ganz gute Wertungen gekriegt, teilweise nicht so gute Wertungen. Also irgendwie, wenn einen das gerade catcht, dann ja, dann ist es vielleicht was, und wenn nicht, wie bei mir, dann halt nicht. Ja, dann halt nicht. Ja, okay, dann sind wir ja soweit durch mit den Filmen, ne? Dann gucken wir doch mal in die Richtung, was so demnächst erscheint, und werfen mal eine kleine Vorschau. Sneak Preview. Ja, Chris, du hattest den MIB International Trailer hier mit reingenommen. Ja, die Men in Black sind zurück. Yeah. Die Men in Black sind zurück und ohne Will Smith. Was? Das Man ist jetzt and nicht a so Woman schlimm. In Black. Ja, das ist mir ja wurscht. Also das ist, ja. Man, müsste es dann Man, Woman and Diverse in Black heißen, oder? All in Black. All in Black, everyone in Black, ja. Also Man in Black sind wieder da, mit ohne Will Smith, dafür mit Thor. Mit Chris Hemsworth. Chris Hemsworth ist dabei, Liam Neeson ist dabei, Tessa Thompson ist dabei. Woher kennen wir Tessa Thompson? Das war irgendwie eine, die dir gefallen hatte, kann ich mich erinnern an den Namen. Ich weiß es allerdings nicht mehr genau, woher. Tessa Thompson spielt mit in Creed 2. Ach da. Na, da spielt sie die Bianca. Genau, und Thor, Tag der Entscheidung, da spielt sie die Walküre. Also Thor und die Walküre gehen zu den MIB. Muss ja nicht schlecht sein. Muss nicht schlecht sein. Also von der Besetzung her ist es ganz gut. Ob es im Endeffekt funktionieren wird, da habe ich im Augenblick ein bisschen Bauchweh. Was ich an sich ein bisschen schade finde, also ich fand den Trailer extrem cool, sei dazu gesagt. Also ich freue mich da total auf den Film. Aber ich finde es nichtsdestotrotz schade, dass man jetzt ein Gesicht genommen hat mit Chris Hemsworth, der wirklich gerade irgendwie omnipräsent ist. Also entweder will man hier eine absolut sichere Karte spielen, aber ein bisschen mehr Mut hätte es schon sein können. Ich meine, gut, damals Will Smith war jetzt auch schon, ja, mit Bad Boys hat er damals, ich weiß jetzt nicht, ob das vorher war oder danach, hatte schon durchaus ein paar Kinofilme gehabt, aber hey, so omnipräsent wie gerade Chris Hemsworth ist mit diversen Filmen, der ist bei den Avengers dabei, der ist bei Thor in seiner eigenen Reihe dabei und Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mir bei Chris Hemsworth echt so ein bisschen schwer, weil wir kennen ihn wirklich, wie du sagst, aus Thor. Und dann kennen wir ihn völlig verblödet aus Ghostbusters. Hm. Und so wirkt es leider bei Man in Black jetzt erstmal auf Huntsman mich. Huntsman in the Ice Queen, sehe ich hier gerade, stimmt, aber auch ja, dabei. Ja, aber wie gesagt, ich bleibe da erstmal bei dem Ghostbusters. Daran erinnert er mich eher im ersten Augenblick. Und das finde ich schon so ein bisschen, das ist das, was mir so ein bisschen Bauchweh macht. Und was ich halt extrem bitter finde, ist, im Trailer sagen sie, oh ja, wir haben einen Verräter unter den Men in Black, und dann siehst du Liam Neeson nicht mehr. Also, Foreshadowing. Das, ja. Mehr sag ich mal nicht. Meinst du, Liam Neeson ist der Verräter? Willst du das damit? Es würde mich jetzt brutalst überraschen, ja, also ich wäre... Nein, keine Ahnung, ich kenne den Film auch noch nicht. Also man kann ja sich den Trailer anschauen, sich eine eigene Meinung auf jeden Fall bilden. Das ist immer, du weißt ja, das ist das A und O. Ja. Ja. Und Kate, kannst du mit Men in Black was anfangen an sich? Ja, an sich fand ich das schon immer ganz cool. Wobei auch hier wieder Will Smith muss nicht sein. Ja, also da... Ich guck den gerne in The Prince of Bel-Air, aber das war's dann auch. Ich mag ihn einfach nicht. Aber Men in Black war schon echt fett, und ich tue mich immer schwer mit diesen Reboots, in diesen Neuauflagen. Und der Trailer sieht schon cool aus.
Aber ich bin da auch eher vorsichtig wie der Chris. Ich befürchte, dass die Besetzung zu groß ist. Man hätte vielleicht eher jemanden nehmen sollen, der nicht so präsent ist. Also weder Chris Hemsworth noch das Mädchen. Ich finde, man hätte da eher vielleicht zwei unbekannte, sehr, sehr gute Schauspieler nehmen können. Ja. Einfach was Neues. Zu viel Risiko, ja, also, glaube ich, gewesen. Ja. Vielleicht, aber wenn du dir die Besetzung anguckst, den Film, also hier Man in Black, was ja ein Riesen-Franchise ist, mit der Besetzung, dann ist das, sorry, für mich ist es dann in dem Moment nur Geldmacherei. Interessanter Ganz Fact. Einfach. Der Regisseur des neuen Teils, Gary Gray, der hat das Video von Natural Born Killers und von, also das Musikvideo und das Musikvideo von Dr. It Was a Good Day, Ice Cube, gemacht und Outkast, Miss Jackson, nicht schlecht, ey. Der hat am for real. Der hat Italian Job, Jagd auf Millionen gedreht, Straight Outta Compton und Fast and Furious 8. Eigentlich keine schlechte Vita für sowas, ja. Ich möchte ganz, ganz kurz noch mal reingrätschen wegen dem Thema Will Smith. Bad Boys 1 und 2 fand ich beide cool. Ja, den dritten habe ich nicht gesehen. Ich mag Will Smith nicht. Mit der dritte jetzt, ja. Ne? Man in Black der dritte Bad Boys, ja. Man in Black fand ich auch mit Will Smith relativ cool. Dann hat Will Smith Filme gemacht wie Ali, der ewig ging, aber richtig cool war. Die Legende von Bagger Vance. Sau cooler Film, kann man nichts gegen sagen. Das Streben nach Glück. Das Streben nach Glück wäre jetzt auch noch gekommen. Hitch, der Date Doctor, fand ich einfach witzig. iRobot war cool. I Am Legend war eigentlich ganz cool. Hancock war nicht so cool. Aber der hat so viele coole Filme schon gemacht. After Earth war scheiße. Ich meine nur, also der hat in Erschütternde Wahrheit, fand ich einen Megafilm, der leider viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Auch mit Will Smith. Also ich finde, der macht schon extrem viel und macht extrem viel gute Filme. Also ich mag Will Smith, nicht nur wegen Prinz von Bel-Air, wo man ja, kleine Werbung für Netflix, alles nochmal gucken kann, was wir gerade auch machen, was einfach so herrlich ist. Deswegen, ich weiß nicht, weil für mich war Will Smith auch so mit das Man in Black-Gesicht, ob es funktioniert. Um mal wieder zurückzukommen. Also der erste Man in Black, den gucke ich jetzt noch gerne. Also ich habe hier... monströs guter Film. Ich habe hier irgendwo so einen richtig geilen Doppelpack, wo die ersten zwei drin sind. Den zweiten finde ich nicht so gut. Aber der erste ist wirklich der Hammer. Und wenn man ich gucke den auch gerne im Original, weil dann ist so wirklich seine schnoddrige Schnauze von Will Smith, die kommt da so richtig gut rüber. Und damals war es halt wirklich noch so, er war halt so ein bisschen... Ja, auch so der Underdog, der dann irgendwie plötzlich zu so einem riesen Film gekommen ist irgendwie. Und so ungefähr hat er das auch gespielt. Ja, er war da irgendwie der kleine Polizist, der dann irgendwie plötzlich zu dieser riesigen Organisation gekommen ist und irgendwie... Ich weiß ja, dass der auch echt gute Filme macht und ich habe auch echt gute Filme mit ihm gesehen, aber er ist mir einfach unsympathisch. Es gibt einfach Schauspieler, die sind mir unsympathisch. Da gehört Will Smith dazu, da gehört Tom Cruise dazu und Angelina Jolie und ein paar noch. Also die sind mir einfach unsympathisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die können tolle Filme machen, ja, ich gucke mir die dann auch an, ja. Aber ich bin deswegen kein Fan dieses Schauspielers. Also da gibt es wesentlich bessere, meiner Meinung nach. Ist halt dann manchmal so. Kann man auch nicht. Ja, ab. Eben. Ich kann auch Catherine Zeta-Jones nicht ab. Ja, aber was ich halt echt auch noch sagen möchte, ist ja dieses Will Smith steuert ja oftmals dann auch noch einen Song dazu bei. Siehe ja auch bei Man in Black. Ne? The Black Suit's Coming. Und was man da auch noch sagen muss, ich mag die Musik von Will Smith auch, muss ich auch noch dazu sagen. Und er rappt und er hat noch nicht einmal in einem seiner Songs das Wort Fuck verwendet. Ja. Mal drauf achten. Ist das gut oder? Ich mag keine Songs. Nein, einfach mal drauf achten, weil er sagt nämlich, man kann diese Musik auch machen, ohne dass man Fuck sagen muss. Ja, deswegen ist er ja eigentlich dann so in der Black-Music-Szene oder so dann eher so ein bisschen so, ja, das ist ja so Pop-Rapper. Ne? Ja, ja. Aber gut, ist ja erfolgreich damit, ne? Ja. Ja, ich war ja sogar schon in Universal Studios also zweimal schon mittlerweile in der Man in Black-Attraktion. Das ist auch ganz witzig. Da haben sie quasi aus Man in Black 1 diese Halle, könnt ihr euch vielleicht erinnern, wo die ganzen Computer sind, so nachgebaut und dann gehst du da so rein, läufst an diesen
an diesen drei Alien-Viechern vorbei, die da an der Kaffeemaschine stehen und wie coole Kommentare bringen. Und dann gehst du rein, dann haben die drinnen so ein, ja, ist nicht direkt eine Geisterbahn, aber so ein Wagen halt, der sich so bewegen kann. Dann fährst du da so durch und kriegst so eine Laserpistole in der Hand und musst dann mit so einem Laserpunkt irgendwelche Aliens abschießen. Das wird dann irgendwie so erfasst wie die eine Szene aus dem Film, wo die da diesen, ja, diese Schießübung machen, wo er dann nur einmal schießt und das kleine Mädchen erschießt. Ja, also ich finde, also Man in Black 1 ist immer noch ganz, ganz toller Film. Also Barry Sonnenfeld, der den ja gemacht hatte, oh, der hat da so viel Gespür bewiesen, wie man das gut inszenieren kann. Einfach herrlich, ja. Und ich habe gewisse Hoffnung für International, nachdem der dritte Man in Black so richtig scheiße war, aber sowas von scheiße. Also da konnte selbst alle Vorschusslorbeeren und also deswegen habe ich auch nur bei mir hier so einen Doppelpack stehen, meine Black 1 und 2. Ich mag den dritten überhaupt nicht. Den würde ich am liebsten vergessen. Der war so schlecht, ey. Boah. Falls irgendjemand das jetzt hört von den geschätzten Hörern, der sagt, oh, ich habe aber den dritten, da habe ich was Gutes dran gefunden, dann vielleicht mal als Kommentar schreiben. Vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance, aber ich glaube nicht. Also sind wir angetan. Wann kommt der eigentlich? Gibt es da schon ein Datum hier oder... Ich glaube im Mai, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Mai. Man in Black International. Mal gucken. Ja, 14. Juni. Nehm alles, 14.06. Nehm alles Sommer zurück. Blockbuster. Kommt nächstes Jahr ein Star Wars? Also wenn, dann bestimmt Weihnachten, oder? Das machen sie, glaube ich, ja, jetzt nicht nächstes mehr. Jahr kommt ein Star Wars, ja, ja. Hm. Okay, oh, Junge. Dann... Bitte? Oh Junge, ein Star Wars Film. Entschuldigung. Dann hattest du ja einen Trailer entdeckt. Ja, wieder entdeckt, nochmal entdeckt, Entschuldigung. Neu entdeckt. Ich habe auch später was Neues entdeckt, das wäre ich. Also wieder entdeckt, wäre ich. Ist ja nicht so, dass dir sowas nicht passiert. Nee, ich bin da ja der große König hier. Sowas. Ja, plötzlich Sachen so, was? Oh, da war was. Also worum geht's bei dir? Alita Battle Angel, habe ich jetzt gerade nochmal einen Trailer gesehen. Mhm. Und der sah jetzt schon mega cool aus. Also. Ah, cool animiert, cool, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Geschichte sieht sehr interessant aus, bestimmt auch nicht unbedingt, Alita, also nicht Alina, habe ich Alina gesagt? Ich habe mich Alita gemacht. Nee, gemischt. Du hast, glaube ich, richtig gesagt. Okay, ja, bin ich jetzt gerade nochmal drüber gestolpert, habe mir das nochmal in Ruhe angeguckt. Ich meine, Christoph Waltz ist natürlich auch schon cool, deswegen sieht schon sehr cool aus, was da auf uns zukommen könnte. Der kommt ja auch schon bald, 14. Februar kommt der ins Kino und da bin ich gespannt, also jetzt bin ich wirklich gespannt, da bin ich jetzt richtig, also jetzt gerade aktuell hätte ich richtig Bock drauf, also wenn der jetzt laufen würde, schon würde ich jetzt wahrscheinlich mich heute noch auf den Weg ins Kino machen oder so. Also für dich als Comic-Fan, hol dir doch mal die Comics davon. Ich hatte das gesehen bei irgendjemand, dem ich folge auf Instagram, der hatte diese Comics von Alita, die Original, hatte der so Fotos gemacht und das sind Szenen, die sind so 1:1 übertragen. Wirklich richtig gut gemacht, also von dem was ist das, ein Manga. Ja, also könnte dich vielleicht auch interessieren und der war auch total gehypt, weil er sagte, boah, das wird richtig gut. Er hätte nie gedacht, dass das in einen Film umgesetzt werden kann, weil das so komplex ist und so schwierig und die Story so verwoben, wie halt so diese Mangas häufig sind, aber ich meine, hey, Ghost in the Shell haben sie ja dann auch doch geschafft umzusetzen und das hier, ey, James Cameron als Produzent, Robert Rodriguez hier von Sin City oder von Desperado oder so als Regisseur, bah, das wird gut. Ja, ich sag ja, ist schon ziemlich pompös. Also. Was interessant sein könnte, habe ich letztens gelesen, der James Cameron als Produzent hatte ja so ein bisschen Einfluss darauf und nachdem so die ersten Fotos, die damals rausgekommen sind, da sah Alita noch sehr ein bisschen gruselig aus und wer jetzt mal drauf achten mag, es gibt ja auf YouTube, kann man sich noch so die alten Teaser-Trailer und sowas anschauen. Man hat in den neueren Versionen hat Alita eine größere Pupille und wirkt damit weniger gruselig und es ist tatsächlich so, also wenn man die Bilder sieht man in diversen Fanforen, wenn man die nebeneinander gelegten Bilder sieht, das ist wirklich ein ziemlicher Unterschied, was das ausmacht, weil sie hatte eh sehr große Augen, weil das im Comic, im Manga ja auch so ist und durch die etwas größeren Pupillen wirkt sie halt nicht mehr so gruselig. Bin sehr angetan, schade, dass der bei uns nicht vor Weihnachten kommt.
In anderen gut, Teilen dass der nicht vor Weihnachten kommt, sonst hätten wir jetzt noch ein Zeitproblem. Ja, aber in anderen Teilen der Welt läuft der ja, glaube ich, schon. Oder haben sie den zumindest so kurz nach Weihnachten, oder wie war das? Lief er doch. Der startet doch jetzt bald, oder? Haben sie den auch woanders verschoben? Warte mal, Alita? Nächste Frage. Battle Angel, mal gucken. Es steht hier nur 12. Februar in Germany. Das wollen wir natürlich nicht wissen. Sondern... Oh, doch. Die haben den wahrscheinlich... Hä? Die haben den woanders auch verschoben. 14. Februar... Okay. Das UK auch 6. Februar. Weil irgendwo hatte ich gehört, dass der in Amerika noch vor Weihnachten angelaufen ist. Oder zwischen den Jahren, wie es so schön heißt. Aber haben sie den anscheinend... Da gab es noch so einen Aufschrei, dass der bei uns erst zu spät kommt. Aber okay, cool. Naja, also Alita, Kate, ist was für dich? Oder? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube jetzt eigentlich eher nicht. Bin jetzt nicht so angetan davon. Du musst dann mitkommen, wenn wir gehen. Das wird ein Fall für hier, für Atmos. Ja, definitiv. Jetzt hast du wieder was gesagt. Hey, Atmos ist natürlich noch geiler dann. Oh ja. Ja, super, jetzt habe ich noch mehr Bock drauf. Vielen Dank auch, Erika. Genau, schön in den gemütlichen Sessel da und dann mal ein bisschen hier Atmos und so. Das war gut. Ja. Aber werfen wir doch mal einen Blick, wie es gerade so in den Charts aussieht und was da neu startet bei uns hier. Kinocharts und Neustarts. Beginnen wir erstmal mit den Charts. Platz 10 hier in Stuttgart, Bohemian Rhapsody. Platz 9, Tabaluga, der Film. Platz 8, Bumblebee, denn der ist ja am Donnerstag gestartet und das ganze Wochenende ist ja noch nicht rum und es sind Ferien. Ich glaube, der geht noch hoch. Platz 7 ist auch Aquaman. Okay. Platz 6, Mary Poppins Rückkehr. Platz 5, Spider-Man A New Universe, von dem ich nur Gutes höre. Nur Gutes. Selbst von irgendwelchen, die mit sowas nichts am Hut haben. Platz 4. Aber ich habe jetzt auch zuletzt also nur Gutes gehört. Ja. Platz 4, Fantastische Tierwesen. Grindelwalds Verbrechen immer noch. Ich glaube, der fährt sein Heu rein. Platz 3 ist der Grinch. Wollte ich eigentlich noch sagen. Da waren der Rest von meiner Familie, die waren im Grinch jetzt noch am Freitag im Kino und kamen da sehr begeistert raus. Ja. Also von klein bis groß waren die sehr begeistert davon und so, wohl ein schöner Film so für die Weihnachtszeit natürlich, wegen Grinch und so. Also von groß bis klein kann man da reingehen. Platz 2, 100 Dinge. Und Platz 1, ein Film, der mich auch ehrlich gesagt ein bisschen interessiert. Und wenn der zu einer anderen Zeit gelaufen wäre, dann wäre ich da nochmal rein. Aber der läuft nur abends und ich dachte, ich kann da vielleicht tagsüber mal irgendwie ins Kino rein, wenn die anderen alle nicht da sind. Aber jetzt ist die Zeit vorbei, wo ich allein Urlaub habe. Mortal Engines, Krieg der Städte. Den hätte ich mir tatsächlich gern mal im Kino angeguckt. Mal gucken, ob ich es jetzt noch irgendwie schaffe. Ich glaube, es ist ein Film fürs Kino, der die große Leinwand braucht. Obwohl die Idee ist so abgefahren, mit diesen Städten, die da auf diesen riesen Rädern da. Nichts für euch, höre ich da raus. Ja, ich weiß vielleicht nicht. Vielleicht ein bisschen zu viel verrückte Welt, aber ja. Ich vertraue da einfach Peter Jackson, dass der irgendwas Gutes macht. Dann. Ich habe da auch noch nicht viel. Da gibt es ja eine ganze sehr erfolgreiche Buchreihe auch. Aber in den USA ist übrigens auf Platz 1 Spider-Man, Platz 2 The Mule, Platz 3 The Grinch und Platz 4 Ralph Breaks the Internet und dann kommen Mortal Engines. Und es laufen folgende Filme jetzt am 27.12. hier in Stuttgart an. Der kleine Drache Kokosnuss auf in den Dschungel. In seinem zweiten Animationsfilm muss der Drache Kokosnuss mit seinen Freunden ein Abenteuer im Dschungel bestehen, bei dem sie ganz neue Drachen kennenlernen. Oh, das ist ein schöner Kokosnuss Film. Ist cool. Drache Kokosnuss, ja. Kokosnuss ist wirklich cool. Habe ich schon diverse Hörspiele hier, diverse Male mit anhören müssen hier zu Hause. Ich auch. Ich durfte da auch schon diverse Hörspiele mit anhören. Shoplifters, Familienbande. Mit der goldenen Palme von Cannes gekröntes Drama um eine Familie, die sich mit Diebstählen durchschlägt, bis ein neuer Kopf hinzukommt. Mary Shelley läuft an. Feministisch, radikal, selbstbestimmt. Im Biopic von Haifa Al-Mansur schlüpft Elle Fanning in die Rolle der weltberühmten Frankenstein-Autorin Mary Shelley. Der läuft nicht bei uns an. Killing God, Liebe deinen Nächsten. Habe ich ja diverse Male getippt gehabt, hatten wir auch schon über den Trailer geredet gehabt. Die schwarze Komödie aus Spanien. Da bekommt eine Familie zu Silvester Besuch von Gott
und der plant im neuen Jahr die gesamte Menschheit auszulöschen und diese Familie, die da so zusammensitzen bei ihrem Silvesterabend-Feierritual, die bekommen halt die Möglichkeit zu bestimmen, wer von denen das überleben kann oder sowas. So ähnlich war das doch, ne? War irgendwie sehr abgefahren. Und Dennis Hopper hat nochmal Regie geführt, nämlich, also nach Easy Rider, hat einen Film gemacht, der heißt The Last Movie, ein experimenteller und metafiktionaler Kommentar über das Hollywood-System der 70er Jahre. Oh. Okay, das war's. Also so richtig Riesenkracher starten jetzt nicht zwischen den Feiertagen. Da laufen ja auch noch einige andere gute Filme, in die man gehen kann. Oder war jetzt für euch was dabei, wo ihr sagt, oh, das unbedingt? Ich weiß nicht, ich freue mich immer noch auf Ralph Breaks the Internet. Ja. Ja, das wird bestimmt ganz lustig. Ja, gucken wir doch mal in den Serienbereich. Serien. Ich muss mal an meinen Übergängen arbeiten. Wir gucken mal da rein, gucken mal dort rein. Chris, was ist ein Final Space? Final Space? Ah, schön, doch, jetzt gut, dass du mich fragst. Die Zeichentrickserie. Ja? Ja. Ah, die habe ich auch gesehen. Fällt mir gerade ein. Ich wusste es nicht mehr. Ich habe jetzt gerade mit dem Titel gerade nicht. Stimmt, habe ich auch Netflix geguckt. Ja, ich habe also, auch schon mehr geguckt. Ich wurde vor Wochen schon darauf hingewiesen von Fabi. Liebe Grüße an dieser Stelle und frohe Weihnachten. Dass ich das unbedingt gucken muss und wenn das nach Deutschland kommt, weil er hat es im Flieger gesehen, irgendwie oder in Mexiko gesehen, auf Englisch, und hat gemeint, oh, das muss ich unbedingt anschauen. Geht um den einsamen Gary, der Gary, der irgendwie ziemlich Käse gebaut hat bei sich zu Hause und deswegen 5 Jahre lang weggesperrt wird und der lernt einen neuen, oder bekommt einen neuen Freund, einen neuen Alien-Freund, den tauft der Mooncake. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Experiment? Das ist keine Ahnung mehr, wie es heißt. Also Mooncake auf jeden Fall. Also auf jeden Fall auf dieser Raumstation, muss quasi seine Tage absitzen und jedes Mal, wenn er irgendwas macht, kriegt er ein paar Tage oben drauf. Ja, genau, jedes Mal, wenn er nur einen Keks will. Also, das ist schon total cool. Und dieser Mooncake jedenfalls ist eine Planetenzerstörungsmaschine. Oder ein nicht Maschine, sondern ein Lebewesen, das Planeten, ganze Planeten zerstören kann. Und ja, er trifft jetzt dann noch, also bei mir ist jetzt noch auf Avocado gestoßen, den Kopfgeldjäger. Und gemeinsam kämpfen sie jetzt gegen den bösen Lord Commander. Es klingt jetzt erstmal komplett bescheuert. Und das ist es tatsächlich auch. Es ist richtig herrlich. Also am Anfang habe ich gedacht so, okay, das sieht schon so ein bisschen komisch gezeichnet aus, aber jetzt schon innerhalb der dritten Folge habe ich mich schon dran gewöhnt an die Charaktere und finde es echt jetzt schon schade, dass es nur 10 Folgen gibt und es ist teilweise sehr lustig, wirklich sehr lustig und völlig abgefreakt, weil halt der Gary halt ein völliger Vollidiot ist. Das kann man eigentlich nicht anders sagen, aber er ist herzensgut und ja, es ist echt witzig. Also gibt es gerade auf Netflix oder gibt es jetzt auf Netflix, kommt erst im Mai, wie ich rausgefunden habe, ins Fernsehen und dann auf TNT-Serie. Also erst im Mai da zu sehen und Erik, du hast weitergeschaut. Ich bin jetzt bei Folge 3, also damit fertig. Habe ich heute Morgen erst weitergeschaut. Was sagst du zum Rest, wenn du schon mehr gesehen hast? Ah, das dreht noch immer weiter ab und so. Das ist ja, man muss ja noch dazu sagen, das ist eine Serie, die hat Conan O'Brien mit verantwortlich gemacht und wenn man so seine Witze kennt, die ist wirklich sehr abgefahren. Und, da passieren total irrwitzige Sachen. Also ich kann es auch nur empfehlen. Das ist jetzt nicht so ganz so krass wie Rick und Morty oder so, wo ich jetzt sage, oh, die Folge muss ich jetzt unbedingt gleich nochmal gucken oder so. Aber es ist einfach jetzt gerade so in diesem Zwischenraum, bevor bei anderen Animationsserien was Neues kommt, kann man das durchaus mal gucken. Also ich fand das. Ja, und im Original spricht übrigens den Lord Commander, spricht David Tennant. Hm? Also ein Doktor. Ja. Und schon lacht auch Kate mal rein. Guck mal an hier. Ich also, mag gesagt, David Tennant. David Tennant ist großartig. Ich bin jetzt auch gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt mit Quinn Ergon. Also ich finde auch die Anspielungen von den Namen sind schon teilweise so ein bisschen Richtung andere Science-Fiction-Sachen. Aber ja, jetzt mal gucken. Die lösen halt immer irgendwelche Sachen aus und müssen es dann irgendwie wieder gerade ziehen und so. Das ist schon. Was mich halt jetzt wirklich in der dritten Folge auch
abgeholt hat, ist, dass der Lord Commander dran steht, wow, ich brauche den, weil nur so komme ich in den Final Space. Und dann guckt der Gary, guckt ihn an und so, Final Space, was ist das für ein Dreck? Das ist halt einfach nur witzig, weil die Serie sich überhaupt nicht ernst nimmt und das tut der Serie auch extrem gut. Ja, das finde ich auch und auch gerade die Art, wie es gemacht ist und irgendwie ist das jetzt nicht wie bei anderen Serien, wo es entweder episodenhaft ist, dass jedes Mal irgendwas ist oder eine lange durchgehende Geschichte ist, sondern hier ist irgendwie so ein Mischmasch und man weiß eigentlich nie, was passiert. Es ist, also du kannst jetzt nicht sagen, es ist irgendwie völlig überraschend. Ne? Aber ich fand es auch extrem amüsant. Quasi nicht so der Riesenbringer, aber so im vorderen Mittelfeld schon, würde ich sagen. Ja. Ja. Definitiv, ja. Okay, ich habe auch noch eine Serie jetzt geschaut gehabt, die ich damals schon mal etwas schlechter bewertet habe, nämlich Travelers. Die hatte ich damals bei Fortsetzung folgt vorgestellt. Ich wollte nur noch mal ganz kurz erwähnen, dass ich jetzt gerade mal so eine Twitter-Kommunikation hatte und da hatte mir jemand gesagt, ja, ich schaue jetzt gerade schon die dritte Staffel, freut sich irgendwie total drauf und so. Und wollte ich dann auch reingucken, habe festgestellt, oh, ich habe damals die erste Folge geschaut und fand das nicht so besonders. Und jetzt habe ich tatsächlich mal weitergeschaut gehabt und das ist echt eine gute Serie. Kate, hast du die geschaut, Travelers, ja, auf Netflix? Ja, ich habe die erste Staffel geguckt und dann war ganz lange Pause zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Und dann kam die zweite Staffel und dann habe ich angefangen mit der zweiten Staffel und ich so, hä? Irgendwas habe ich verpasst. Und ich glaube, ich werde wahrscheinlich auch nochmal weiter gucken, aber ich werde tatsächlich die erste wahrscheinlich nochmal gucken müssen, weil die ist so, ich finde, das ist so umfangreich, so verzwickelt und verzwackelt und man muss wirklich dabei bleiben. Mhm. Deswegen habe ich mir schwer getan, in die zweite Staffel wieder reinzufinden. Vielleicht muss ich einfach die letzten drei Folgen von der ersten Staffel nochmal angucken, keine Ahnung. Aber ja, die ist an sich echt nicht schlecht, die Serie, das stimmt. Mhm. Ich muss nur wieder anfangen. Ich habe damals halt für Fortsetzung Folge wie die erste Folge geguckt gehabt und das war eher so eine Exposition überhaupt und da war überhaupt noch nicht so richtig was mit einer Handlung. Es geht halt darum, dass aus einer Zukunft quasi die irgendwie sehr zerstört ist, dann können quasi die Gedanken von gewissen Personen in Personen von der heutigen Zeit rein transportiert werden. Und zwar nehmen die sich dann immer welche, die jetzt gleich sowieso sterben würden. Also jemand, der irgendwie sich gerade die Pistole in den Mund stecken will und abdrücken will, der wird halt kurz vorher, bevor das passiert oder kurz bevor jemand einen Unfall hat, wird quasi das Bewusstsein von diesem Zug aus der Zukunft dort rein transferiert in dem sein Bewusstsein oder deren Bewusstsein von der Frau. Und dann wollen die eben versuchen, mit dem Wissen der Zukunft bestimmte Unfälle oder globale Katastrophen zu verhindern. Jetzt, das ist so der Hauptauftrag. Es entwickelt sich aber auch immer mehr in die Richtung, dass dann auch so ein bisschen zwiegespalten da berichtet wird, weil dann eben mittlerweile so viele von diesen Travelers da sind, dass die mittlerweile auch so eine Art, ja, quasi Geheimgesellschaft, die so das ganze Weltgeschehen steuern und so, das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Ich bin noch irgendwie, ja, Ende der ersten Staffel, ich habe noch nicht fertig geschaut. Also wie konnte ich mich da täuschen? Also das war echt, weil ich habe wirklich nur die erste Folge geguckt, aber das ist halt das Problem, wenn es einfach zu viele Serien gibt und du hast halt nicht mehr die Zeit, da irgendwie so drei, vier Folgen zu schauen, gerade wenn die so eine Stunde gehen, um dann zu entscheiden, gucke ich weiter oder nicht. Da muss halt in der ersten Folge schon was dabei sein, was richtig catcht. Und ja, also von mir nochmal eine Empfehlung, Travelers, da gibt es jetzt viel Material verfügbar auf Netflix. Okay, und dann sind wir auch schon in dem allgemeinen Bereich hier, zum Beispiel bei Briefkasten. Da richtig einer war, glaube ich, nicht so viel, waren nicht so viele Kommentare da. Da ist mehr jetzt gerade für das Adventskalender-Gewinnspiel. Ich schaue mal bei der letzten Folge rein. Trouble, gab es da Kommentar? Ach, vom Thomas, ja. Hallo Thomas. Der Thomas hat aber nicht jetzt direkt so Trouble kommentiert, sondern er hat sich den Film 100 Dinge angesehen. Und er meint, offenbar wurde die finnische Dokumentation My Stuff als Grundvorlage für den Film genutzt, da es im Film sehr viele Dinge, Anspielungen auf diese Doku gibt.
wenn ich mich recht erinnere, hatte sich ja der Thomas Holmer da auch schon mal mit diesem Thema beschäftigt, hier, wie man mit möglichst wenig minimalistisch oder ganz minimalistisch da auskommt. Der Film hat zu viel Pipi-Kaka-Humor, unsinnig in dem Charaktere, besitzt aber auch lichte Momente und regt zum Nachdenken an. Und er gibt, ich überspringe jetzt mal hier ein bisschen, er gibt dem Film 5 von 10 Punkten. Ja, weiß nicht. Ich glaube, für 5 von 10 und für so einen Film muss man, glaube ich, nicht ins Kino gehen unbedingt. Kann man sich dann vielleicht mal zu Hause angucken, wenn einen das Thema interessiert oder wenn man die beiden mal nackt sehen will, weil ich glaube, die sind am Anfang nackt. Ja. Ich muss den Schweighöfer nicht unbedingt nackt sehen. Nee. Nicht? Nee. Freu nicht. Nee. Ah, vielleicht Chris Hemsworth, der ist aus Australien, wenn ich da mich da richtig erinnere. Bei Men in Black. Ja, der ist Australier. Der hat auch eine australische Frau und die spielt gerade in einer australischen Serie mit, die auf Netflix läuft. Pine Gap. Die habe ich aber noch nicht weit geguckt, deswegen habe ich noch nicht drüber gesprochen. Nicht Pine Gap. Nee, Tidelands. Achso, übrigens, ich habe Pine Gap. Nämlich immer mehr, es kommt immer mehr australisches Material hier zu uns. Ich habe Pine Gap geguckt, nachdem du das empfohlen hast. Ja, ist gut. Ja, ist gut, ne? Ich werde das dann mal ausführlich dann im Serienpodcast mit besprechen. Fand ich ganz gelungen, ja. Mhm. Es ist irgendwie so ein bisschen anders gemacht von der, ist halt eine australische Serie, also ist jetzt nicht ja, so diese... Ja, die machen das anders. Diese typisch amerikanische Erzählweise, was auf eine gewisse Weise sehr erfrischend ist. Dass man mal, gerade wenn man jetzt so viel so Netflix sieht und amerikanische Produktionen und so, das wirkt schon... Bestimmte Erzählweisen wirken sehr, sehr ähnlich und hier ist mal was anderes. Okay, dann werfe ich mal einen Blick da rein, was so bei Amazon gekauft worden ist jetzt an Weihnachtsgeschichten. Wir müssen jetzt aufpassen, Weihnachten, ne? Nicht, dass du hier Weihnachtsgeschenke vorliest. Nicht, dass ich was verrate. Drei Stück Gluttöter Windaschenbecher. Klingt nicht nach einem Weihnachtsgeschenk. Nein. Da bereitet sich wohl eher auf jemand auf eine Silvesterfeier draußen vor. Dann hat jemand ein Buch bestellt, BWL für Dummies. Viel Spaß damit. ein Hähnchenschenkelhalter für einen Grill. Schon wieder? Den hat man doch mal nochmal bestellt. Wahrscheinlich zwei. Ich brauche jemand einen zweiten. Genau. Weil er zwei Hähnchen grillen will. Eine bügellose Lesebrille Uni 6. Och, das sieht ja aus wie, wie heißen die, diese Brillen, die so keine... die keinen so einen Bügel haben, der um die Ohren rumgeht, so wie bei Morpheus in Matrix. Hier so eine Brille ist das, aber als Lesebrille. So nur für auf die Nase? Ja, ich weiß nicht. Also ein Monokel ist es nicht, sondern hat ja zwei. Also ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Witzig. Ein Armband für eine Garmin Forerunner Uhr. Eine Duschkabine. Na, die klingt auch nicht nach einem Weihnachtsgeschenk. Eine Duschkabine, 90x90 mal 1,90 Meter. Ohne Duschtasse, was auch immer eine Duschtasse ist. Was ist das? B und Julian Ersatzschnur. Hä? Ach, das ist so ein... Wie heißt das Spiel? Ein Kendama ist das. Kennt ihr das? So eine, sieht aus wie so eine Keule und da hast vorne so einen Ball dran und musst versuchen, den auf die eine Seite der Keule und auf die andere Seite, so ein japanisches Spiel. Wer raschelt da eigentlich gerade? Lenore? Ich nicht. Ich kann nur, ich? Bleibt nur ein. Lenore 3 in 1, bitte, wenn es nochmal ist, nicht hinterfragen, einfach drüber gehen. Lenore 3 in 1 Colorwaschmittel. Amethyst Blütentraumduft. Oh, viel Spaß damit. Okay, das war's auch schon. An alle, die den Kinocast jetzt hier noch vor Weihnachten unterstützt haben mit Einkäufen. Wenn ihr das auch machen wollt, ihr wisst ja Bescheid, ihr findet da oben so einen Link. Danke für eure Unterstützung auf kinocast.net. Ansonsten, das Gewinnspiel läuft da soweit ganz gut hier, Adventskalender. Wer schon mal ein bisschen reinspiegeln will, ich poste auch mal so auf Instagram. Wer vielleicht tagsüber keine Zeit hat, auf die Seite zu gucken, kann vielleicht mal bei Instagram reinschauen. Ansonsten, was wünschen wir denn unseren Hörern jetzt zu Weihnachten? Ohne jetzt religiös zu werden, ruhige und besinnliche Tage. Ja, das kann man auf jeden Fall gewinnen. Ja. Wünschen, nicht gewinnen. Auf jeden Fall, also genießt die Zeit jetzt mal, lasst ein bisschen Ruhe einkehren, guckt gute Filme. Ihr kriegt ja jede Menge Empfehlungen von uns. Das Weihnachtskalender, Adventskalender-Gewinnspiel ist dann zwar am 24. beendet, aber ich werde jetzt noch nicht gleich da eine Auslosung machen. Das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Wir müssen mal gucken.
es ist ja jetzt am ersten Weihnachtstag eine Sneak Preview, in die wir, denke ich mal, gehen werden. Ich weiß bloß nicht, wann wir dann die nächste Aufnahme schaffen. Also falls sich es ein bisschen verzögert, liebe Hörer, dann nicht traurig sein, aber nächste Folge kommt irgendwann. Jetzt sind ja auch ein paar Feiertage und so. Ja, dann genießt das noch, die Weihnachtszeit. Vielen Dank fürs Zuhören im ganzen Jahr. Vielen Dank für die vielen Kommentare, die es immer so gab und Anregungen und Mitmachen, Beteiligung. Und dann hören wir uns bald wieder. Vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen. Vielen Dank, Chris. Sehr gerne. Schöne Weihnachten. Tschüss. Schöne Weihnachten. Ciao. Tschüss. Frohe Weihnachten.